Herzlich willkommen in meinem Kanal zu Nähen ganz einfach. Einige von euch haben ja gesehen, dass ich ein Jeans-Shirt begonnen habe zu nähen. Und genau an dem werden wir heute weiterarbeiten. Nämlich, ich möchte euch zeigen, wie ihr einen Schlitz in einen Ärmel reinmachen könnt und gleichzeitig auch die Manschette dazu passend anzunähen. Und das ist schon das ganze Thema. Also, lasst uns anfangen. Ich zeige euch Schlitz in Ärmel und Manschette annähen. Wie das geht, so schwer ist das gar nicht. Man muss es nur richtig anpacken. Auf geht's! Ich beginne damit, euch zu erklären, welche Vorarbeiten ihr für diesen Ärmelschlitz mit der Manschette machen müsst. Logischerweise habt ihr euren Ärmel bereits geschnitten und habt euch entweder angezeichnet, wo der Schlitz hin soll, oder ihr habt ihm bereits ein kleines Stückchen eingeschnitten. Ich schneide den beim Zuschnitt immer gleich ein, weil dann habe ich ganz genau die Richtung, wie ich alles annähen muss. Nun schauen wir nach der Manschette. Die müsst ihr natürlich euch ausrechnen, wie weit euer Ärmel ist, wie weit die Manschette sein soll. Wollt ihr eine Manschette machen, die zum Beispiel mit Manschettenknöpfen gemacht wird, das ist eine andere Länge dann, als wenn wir sie ganz normal mit diesem Schlitz dann übereinander legen. Eine klassische Breite einer Manschette, wenn sie fertig ist, ist 6 cm. Das heißt, ich muss meinen Zuschnitt auf 14 cm Breite machen, also nicht die Länge der Manschette, sondern die Breite. Je nach Material werde ich entweder eine komplette Einlage drauf bügeln, so wie ihr das hier seht, oder auch nur eine halbe. Das ist stopfabhängig und wie man auch ganz genau die Manschette haben möchte. Wenn ich meine Flisseline aufgebügelt habe, bügele ich meine Manschette zuerst genau auf Hälfte. Das ist wichtig, damit ich hier beide Kanten gleich liegen habe. Nachdem ich es auf Hälfte gebügelt habe, schlage ich bei meiner Seite, die für rechts sein soll, 1 cm um. Das heißt, dann liegt meine Manschette so fertig hier schon da, hier mit meinem Zentimeter Naht für später. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch in diese Manschette nun Zierstepperei reingesetzt. Denn vielleicht habt ihr ja bereits meine Arbeiten zu diesem Hemd gesehen, indem ich bereits einen Kragen so gemacht habe, den Steg vom Kragen mit einer Ziernaht und auch die Taschen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, findet ihr alle Verlinkungen zu den Videos in meiner Infobox genau hier unten drunter. So, wir haben 2 Ärmel. Logisch machen wir diese Vorarbeit mit den Manschetten auch bei beiden. Und nun brauchen wir die Belege für den Schlitz. Die Belege schneiden wir auf 7 cm Breite. Die Höhe, wie der Schlitz eingeschnitten werden soll, hängt davon ab, wie hoch ihr ihn machen möchtet. Das ist so eine klassische Länge, dass ich den Untertritt auf 13 cm schneide und den Übertritt von der Schlitzblende inklusive der Spitze so auf 16,5. Und jetzt könnt ihr auch gleich sehen, dass der Untertritt mindestens ab dieser fertigen Ecke, sage ich mal, oder der Schnittkantenecke, so knappe 2 cm kürzer ist. Das muss kürzer sein, denn wir müssen ja diesen Untertritt dann irgendwo hier unten drunter annähen und der muss verschwinden, sonst würde er hier oben rausschauen. Und bei diesen Teilen mache ich es ähnlich wie bei der Manschette. Je nachdem, wenn ich einen ganz weichen Stoff habe und ich habe hier einen ganz weichen Jeansstoff, dann beklebe ich das Teil komplett mit einer Flisseline. Aber auch da würde jetzt bei einem festen Stoff eine halbe Einlage reichen. Und bei diesem mache ich genau das Gleiche. Nur die Spitze, die lasse ich so ein bisschen weg, weil da kommen ja so viele Nähte hier zusammen, dass ich da nicht unbedingt das noch dicker und fester haben möchte. Und ihr könnt schon sehen, genau wie bei der Manschette, habe ich dieses Teil zuerst auf Hälfte gebügelt und dann eine Seite wiederum 1 cm umgebügelt. Bei diesen mit den Spitzen ist es dann wichtig, dass ihr ein Paar daraus macht. Also auch wieder einmal komplett auf Hälfte gebügelt, dann eine Kante 1 cm umgebügelt und das Ganze bitte als Paar machen. Bei dem, das ist eigentlich egal, denn das ergibt ja automatisch ein Paar, weil wir ja nur ein Rechteck hier haben. Die nächste Vorarbeit, die ich nun mache,
ist, ich werde mir beide Seiten der Manschette abnähen, einen Zentimeter, denn das ist meine Nahtzugabe. Und ich werde die Seiten so zunähen, dass meine umgebügelte Kante hier gleich so liegen bleibt. So nähe ich das an, sodass ich hier bereits dann eine fertige Naht habe. Das gleiche auf dieser Seite. Bei diesen Teilen muss ich erstmal gar nichts machen, aber diese Spitze werde ich mir vorarbeiten. Wundert euch jetzt nicht, dass ich hier ein ganz anderes Material liegen habe, denn ich habe gesehen, nachdem ich das Video gerade bearbeiten wollte, dass es sehr schwer zu sehen ist, wie ich den Schlitz in dem Jeansmaterial gemacht habe. Deshalb habe ich jetzt hier mal einfach ein paar Stoffstücke genommen, habe mir diesen Schlitz hier reingeschnitten und habe das alles als Kontrast jetzt vorgearbeitet. Nun bereiten wir erstmal die Spitze vor. Umgebügelt hattet ihr es ja schon so. Jetzt legen wir das erstmal rechts auf rechts aufeinander. Schauen, wie lang der Untertritt ist, denn das kommt ja drauf an, wie ihr den geschnitten habt. Legen den mal unten gleich und so ungefähr einen Zentimeter unterhalb des Untertritts macht ihr euch da einen kleinen Knips hin. Denn das ist die Länge, wie weit wir diesen Obertritt von dem Schlitz zunähen müssen. Also ihr seht, hier liege ich gleich und mein Knips ist so einen Zentimeter niedriger als die obere Kante hier von dem Untertritt. Und ab diesem Knips genau nähe ich mir diese Spitze jetzt, das heißt natürlich erst diesen Schenkel einmal und versuche den schön gleichmäßig zu nähen. Man kann sich eine Schablone dafür machen oder man zeichnet die Spitze an. Jetzt verschneide ich die Ecken ein wenig und knipse mir genau bei dem nicht umgebügelten Teil einmal auf diesen letzten Stich ein. Nun drehe ich die Spitze rum und überprüfe nochmal, ob ich mit den Schenkeln zufrieden bin, so wie ich mir das jetzt hier vorgenäht habe, und drücke die schön gleichmäßig raus. Wenn das die rechte Stoffseite wäre von meinem Ärmel, schlage ich den jetzt rum, sodass ich links oben liegen habe. Und lege mir ganz provisorisch erstmal meine beiden Teilchen drauf. Diesen muss ich jetzt bei dem Vorderärmel anlegen und diesen bei dem Hinterärmel. Und dann nähe ich zuerst diesen an, indem ich ihn unten gleich lege mit dem Saum von dem Ärmel und beginne nun ganz genau in dieser Ecke, wo ich hier eingeschnitten habe von meiner Ecke. Da genau muss ich anfangen zu nähen. Gut vorn zurücknähen, der darf nicht aufgehen. Leg mir das nun zurück und mache meine Zentimeter Naht. Nun nehme ich die andere Seite, drehe das also einfach nur rum, lege mir auch die nicht umgebügelte Kante hin, sodass ich hier die linke Seite hätte. Wie gesagt, ich habe das jetzt alles umgedreht, ein bisschen die Stoffe, damit ihr das besser alles nachvollziehen könnt. Und nun werde ich erstmal messen, wie breit ist mein Schlitzbeleg, den ich hier habe. Der ist nämlich 2,5. Und wenn ich nun hier auch nur genau einen Zentimeter abnähe, habe ich ja nur 2 Zentimeter hier. Das heißt, ich lege mir das so 2-3 Millimeter zurück von dieser Kante, nähe aber hier auf diesem Teil trotzdem meinen Zentimeter ab. Denn ich möchte, wenn ich hier oben ankomme, knappe 2,5 haben. Also wenn ich hier 2,5 habe, dann möchte ich hier so 2,4 ungefähr haben. Darf auch 2,3 sein, aber auf keinen Fall mehr wie 2,5. So lege ich mir das an. Achte darauf, dass ich bei diesem Teil nur einen Zentimeter nähe und schaue nun nach meinem letzten Stich hier und genau da werde ich aufhören zu nähen. Parallel von dem Stich hier drüben und nähe auch vorn zurück. Und dann mache ich nochmal Kontrolle, um sicher zu gehen, dass ich hier oben, wie gesagt, wenn möglich so 2,3, 2,4 cm habe, weil das muss ja das dann überdecken. Also eher ein bisschen weniger, auf keinen Fall breiter als diese Breite. Nun drehe ich mir das auf die rechte Seite rum und wenn ihr schon Taschen gemacht habt, dann wisst ihr, sieht das sehr ähnlich aus wie bei einer Tasche, die ihr genäht habt. Nun lege ich unten drunter alle Nähte weg.
fertig, sodass ich nur diesen Oberstoff in der Hand habe und schneide mir auf meinen letzten Stich, den ich da oben gemacht habe, bei beiden Seiten einmal genau rein, sodass ich hier so ein Dreieck habe. Nun ziehe ich mir zuerst den Untertritt auf die rechte Seite. Wenn wir den auf der rechten Seite jetzt haben, steppen wir den einmal rundherum fest. Alles andere bleibt erstmal weggelegen. Also steppen wir einmal hier hoch. Hier haben wir ja eingeknipst. Das heißt, wir legen alles jetzt mal weg, inklusive dieses kleinen Dreiecks. Hier liegt das Dreieck, hier liegt der andere Beleg. Nehmen bis oben hindurch, hier rüber, obwohl das nicht unbedingt notwendig ist, aber dann brauche ich nicht absetzen und steppe mir auch diese Kante einmal nach unten fertig durch. Damit ist der Untertritt fast fertig. Denn nun müssen wir dieses Dreieck, ihr seht, automatisch ist jetzt der obere Beleg rumgekommen, dieses Dreieck müssen wir erstmal hier mit der unteren Blende verbinden. Ich lege mir das ruhig mal so unter die Maschine, da ist mir das schön gehalten. Jetzt ziehe ich mir das Dreieck auf diesen unteren Beleg, greife so drunter, ich muss meine Hand immer wegnehmen, ist immer so blöd, halte das mal so fest und ziehe mir das rechtwinklig hier auf mein unteres Teil drauf. Ihr könnt das jetzt sehen, weil ich mache es mal so. Hier ist mein Dreieck und hier ist jetzt mein unterer Beleg. Jetzt nähe ich von dieser zu dieser Ecke dieses Dreieck einmal fest. Aufgrund dessen, könnt ihr auf der linken Seite sehen, ist jetzt hier mein Beleg schon sauber. Das ist alles links. Drehen wir es wieder rum. Und jetzt können wir eigentlich schon sehen, wie der Schlitz wird. Also stecken wir mal hier unsere Naht hier schön rein. Und wenn ihr jetzt seht, dass die Ecke von dem Untertritt da schon so ein bisschen rauskommen will, jetzt kommt es darauf an, wie dick ist euer Material, dann können wir entweder die Ecke so ein bisschen wegdrücken einfach nur oder auch natürlich auch ein bisschen ausschneiden, denn sie soll uns ja da an der Ecke nicht rauskommen. Jetzt ignoriere ich das Ganze erst einmal, nehme mir meinen Obertritt, den ich ja hier schön gebügelt habe und steppe mir einmal diese Kante jetzt ab. In dem Bruch, wie ich es gemacht habe, lege mir alles andere zur Seite und nähe einfach mal nur so weit. Ihr hättet auch da irgendwo aufhören können. Wichtig, gleich mal die kleinen Fädchen verschneiden. Nun legen wir den hier drauf und zwar schön deckend in alle Richtungen. Schaue ich nochmal unten drunter, lege mir meine komischen Ecken von dem Untertritt weg. Leg mir den ganzen Schlitz mal so aufeinander, wie er schon genäht wäre. Halt mir alles gut fest oder steck mir Nadeln und schau nun, wo hier mein erster Stich war, wo ich vorhin diesen Beleg angenäht habe. Denn genau da möchte ich nun anfangen zu nähen. Halt mir das einfach mal mit einem Stich fest, näh vor und zurück. Leg mir nochmal alles ganz genau gerade hier hin. Das soll nicht verschoben werden. Je nachdem, wie gut euer Augenmaß ist, näht ihr nun, wenn möglich, im rechten Winkel zu allen Kanten herüber. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das im schönen rechten Winkel hinbekommt, dann nehmt ihr wieder mal eine Schablone dazu, wie ihr das ja kennt von mir. Die ist jetzt ein bisschen zu klein, die Schablone. Aber ihr könnt sehen, ich kann jetzt an der Schablone entlang nähen. Jetzt kann ich sie schon wegnehmen. Jetzt gehe ich genau in meine vorhandenen Stiche rein und mache hier einfach weiter. Und hier schaue ich nochmal, dass mir die Ecke dann nicht rauskommt von dem Untertritt. Und jetzt darf ich erstmal nur bis wiederum in diese Ecke reinnähen. Und nun muss ich unten drunter mir alles schön wegziehen. Denn jetzt steppe ich ja nur noch diese Kante über von meinem Obertritt. Wenn der schon so schön vorgebügelt ist, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Und damit ist mein Schlitz komplett fertig. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt mit dem Kontrast sehr gut sehen, wie ich das alles gemacht habe.
Wir schauen es uns auch nochmal von links an. So schaut der Schlitz von links dann aus. Und auch wenn wir hier reinschauen, ist alles sauber und keine Schnittkante ist sichtbar. Und sobald wir die Schlitze gemacht haben, können wir natürlich den Ärmel einnähen, anschließend die Seitennähte schließen und die Manschetten annähen. Mein Schlitz ist fertig, mein Ärmel ist eingenäht und die Seitennaht wurde geschlossen. Nun lege ich mir meinen Ärmel mit rechts nach außen, nehme die vorgefertigte Manschette, öffne diesen Ärmel, lege natürlich erst alle Falten, falls da Falten in dem Ärmel vorgesehen sind, die muss ich vorher jetzt festnähen, kann dann noch einmal Manschettenlänge überprüfen mit dem Ärmel, ob das auch wirklich stimmt mit der Weite her. Und dann beginne ich hier, egal ob ich jetzt den linken oder den rechten Ärmel habe, das ist gleich, genau hier am Ende jetzt meine Manschette anzunähen. Das hatten wir ja so festgenäht, das war rumgebügelt und hier ist unsere Naht. Und genau da lege ich das kantengleich aneinander. Das kantengleiche ist ganz, ganz wichtig. Und ich beginne genau, wo mein letzter Stich von der Manschette, von der Kante ist, genau da fange ich an zu nähen. Meinen Zentimeter Naht, lege nun die Falte, die ich eventuell da schon leicht festgenäht habe, festgeriegelt habe, die lege ich mir gerade nach oben hin, das ist auch sehr wichtig. Und wenn ich ein Stückchen genäht habe, kann ich ruhig schon mal mir das Ende meines Ärmels hier nehmen, zusammen mit der Manschette, mit dem Ende, mit der Kante und lege mir das mal so zusammen hin, um zu sehen, dass das wirklich von der Länge her stimmt. Das ist nur eine Kontrolle nochmal für zwischendurch. Das heißt, jetzt hatte ich mir das so hingelegt, so gehalten und da kann ich eigentlich schon direkt so diese Naht nähen. Jetzt schaue ich ruhig wieder hier nach dem Ende. Das ist ja etwas, was ich immer wieder sage. Schaut danach, wo ist das Ende eurer Naht? Und wenn ihr dann das mal zwischenhaltet da und das seht ihr, da könnt ihr eigentlich ohne Stecken wirklich drauf zunähen, weil das ist wirklich eine gerade Naht und mehr ist das nicht. Also nehmen wir da weiter, schauen wieder nach diesen Falten, die wir uns gerade nach oben hinlegen. Das ist wichtig, sonst kriegt ihr die schräg da rein. Und wir schauen auf das Ende und legen uns wieder ganz genau diese Kanten hier aneinander. Hören auf zu nähen, genau da, wo unser letzter Stich von der Manschette ist und nähen vorn zurück. Dann schauen wir uns das gleich mal von dieser Seite an, denn genau so wird das jetzt draufgeschlagen. Aber dafür muss ich erstmal meinen Garn wechseln, denn ich brauche einen Kontrast obendrauf. Bevor wir die Manschette nun draufsteppen, können wir noch einmal Kontrolle machen, um sicher zu gehen, dass wenn wir sie so aufeinander legen, dass wir hier einen gleichen Abschluss haben und dass der Schlitz dann auch wirklich noch glatt da liegt und genau deckend ist. Das ist noch ein wichtiger Faktor. Und nun, um es uns einfacher zu machen, es ging auch von dieser Seite, aber es ist besser, wenn wir den Ärmel wieder auf links drehen. Und nun nehmen wir die Manschette und schlagen sie auf unsere Naht drauf und achten drauf, dass wir das nicht so drüber schieben und auch nicht zu eng hier drauf ziehen, sondern dass wir wirklich wieder hier bündig sind mit der Kante vom Schlitz und mit der Kante von der Manschette. Dann halten wir das schön fest. Umgefädelt habe ich und ich fange irgendwo da, wo mein Schlitzbeleg ist, an zu nähen, ohne vorn zurückzunähen, denn ich habe ein dickeres Kontrastgarn jetzt hier drauf. Und wenn ich hier vorn zurücknähe, das sieht nicht schön aus, das machen wir nicht, das machen wir auf gar keinen Fall. Und zum Glück ist ja die untere Kante auch schon sehr schön gebügelt, das habt ihr hoffentlich dann auch gemacht. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich überhaupt nichts großartig zu machen, sondern wir lassen jetzt wirklich nur wieder unsere Maschine an der Kante entlang laufen, bis genau hier in die Ecke rein, drehen rum, die Nadel muss drinstecken, ist ja klar. Und bevor ich hier weiter nähe, lege ich mir jetzt hier die andere Seite sehr gut hin, schiebe mir die Naht wirklich super rein,
damit meine Naht, die ich hier unten drunter habe, vom Annähen der Manschette komplett verdeckt ist. Und auch hier achte ich drauf, dass ich die Manschette nicht verziehe, weder zum Paspillieren nach rechts noch wirklich zum Paspillieren nach links. Und die Finger sind manchmal zu dick, auch wenn sie euch vor der Kamera sind. Deshalb schiebe ich das auch gerne mal so mit der Schere dann da rein. Und ihr könnt sehen, das muss wieder ein Abschluss sein. Und dann nähe ich wieder genau bis da an die Ecke rein, mache zwei Stiche quer. Und nun kann ich mir meine Manschette wunderschön hier genau auf die vorhandene Naht drauflegen, dass die verdeckt ist. Denn das ist nicht schön bei einer Manschette, wenn die rausschaut. Und ich achte darauf, dass ich das auch fühle, dass das alles hier schön flach liegt. Ich kann auch noch mal unten drunter schauen, damit ich hier keine Falten irgendwo reinlege. Und beim Nähen könnt ihr gerne jetzt so ein bisschen einen Zug unten drauf halten. Unten drauf und die Manschette so drauflegen. Wenn ich das hier nämlich stramm halte, gehe ich sicher, dass mir meine Manschette nicht vorschiebt. Und das machen wir Stück für Stück, indem ihr hier seht, ich mache hier diesen Zug so leicht drauf, lege die Manschette drauf, halte das gut fest, nähe ein Stück weiter. Und nun, dadurch, dass ich hier angefangen habe zu nähen, kann ich mir das ohne Probleme mit der Ecke zu haben, schon so wunderschön jetzt hinlegen. Und ihr könnt sehen, das will dann ganz von alleine da jetzt schon so liegen bleiben. Ich will das mal runterhalten, damit ihr da alles wirklich genau sehen könnt. Und jetzt schneide ich meinen Anfangsfaden knapp ab und nähe, anstatt vor und zurück zu nähen, jetzt einfach nochmal genau in meine Stiche hier 2, 3, 4 Stiche rein. Und dann sieht man das lange nicht so, als hätte ich jetzt vor und zurück genäht. Unten drunter sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir sind wieder genau auf der Manschette mit unserer Naht. Jetzt ziehen wir den Ärmel auf die rechte Seite zurück und machen hier nochmal Kontrolle, dass uns das alles ganz genau stimmt. Und dann schaut meine Manschette jetzt so aus, wie ihr es hier seht. Und jetzt müsst ihr euch natürlich entscheiden, spätestens jetzt müsst ihr euch entscheiden, ob ihr ein Knopfloch da reinmacht oder ob ihr einen Druckknopf draufsetzt. Ja, meine Lieben, und damit sage ich wieder einmal danke fürs Zuschauen. Danke für euer Dasein. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare und empfehle euch, bleibt gesund, bleibt friedvoll, bleibt mir treu. Und ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Deshalb tschüss, bis bald mal wieder. Eure Lilo.